Hallo und herzlich willkommen zurück. Ja, Utkert und ich sitzen immer noch hier vorm Lagerfeuer. Die Vöglein fangen schon an zu zwitschern. Und wir haben 5 Uhr morgens. Utkert. Weißt du, dass Leute den Gronkh dafür kritisiert haben, dass er mit Mods spielt? Ganz ehrlich, kann ich genauso wenig nachvollziehen wie Gronkh. Erstmal bin ich neidisch, dass mein Skyrim nicht so aussieht wie bei Gronkh. Also von den Figuren her. Naja, denn in unserem Skyrim gibt es nur eine Frau für uns und das ist Ayela. Ja, bist auch müde, ne? Und ja, bei Gronkh hätte ich, glaube ich, jede vom Fleck weg geheiratet. Na? Es war zwar teilweise so ein bisschen strange, wenn eigentlich alte Frauen dann aussehen wie Topmodels, aber wer guckt sich schon gerne alte Frauen an, ne? Babas. Du bist so nervtötend, ne? Ja. Ach. So. Was ist denn jetzt hier? Ist das Erz? Du bist so ein feines Pferd. Zumal. Was ist mit dir denn? Na, was haben wir denn da? Ihr wollt unbedingt kämpfen? Ja. Ihr macht mir keine Angst. Ihr seid einfach unerträglich. Für diese Worte werdet ihr büßen. Warte, warte. Ich hab da spezielle Handschuhe für. Die sollte ich vielleicht auch mal mit dem. In die Favoriten reinpacken. Zeigt mir, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Genug! Das reicht! Links und rechts und links und rechts und links. Kalle, ich hau dir aufs Maul. Ist das alles, was ihr könnt? Hast du aber. Ja, echt einen harten Schlag. Ich werde euch in Stücke reißen. Ja, ja. Hau dir in deine hässliche Fresse und pierst dir die Eier mit deinen hässlichen Zähnen. Komm her. Ihr frühen Morgen. Ihr habt nicht gepennt und wart die ganze Nacht hier auf so einen Typen. Und gehst du mir auf die Eier. Ihr könnt mich nicht hören. Komm, ich will keinen Zaubertrank für dich benutzen. Wieso leichte Rüstung? Ach so, weil er mir auf die Hände geschlagen hat. Ihr habt mich ehrenhaft besiegt. Keine Frage. Vielen Dank. Hier, das ist für euch. Haha. Ja, Pelz am Schien sind leichte Rüstung, ne? Schon wieder eine neue Quest. Ich musste daran denken, weil Gronkh ja unbedingt die Diebesgilde zerschlagen wollte von innen, wo ich vorm Laptop saß und mir dachte, ja, dann hättest du Skyrim bei
seinem Erscheinen zocken sollen. Denn ich meine mich dunkel dran zu erinnern, dass... im ursprünglichen Skyrim die Diebesgilde zerschlagen werden konnte. Was dann viele Fans nicht so toll fanden, woraufhin Bethesda dann gesagt hat, okay, Diebesgilde bleibt bestehen. Wir melden uns. Ja, die melden sich. Gut. Ja, ist leichte Rüstung. Die hat mir auf die Finger gehauen. So, Kalle. Fiese kleine Biester, nicht wahr? Ich habe die Mine von den Spinnen befreit. Sie sind weg? Allesamt? Das ist ja unglaublich. Endlich können wir die Mine wieder öffnen und Shoas Stein zu altem Ansehen zurückführen. Hier, bitte nehmt dieses Geschenk entgegen als Zeichen unserer Dankbarkeit. 1250. Macht euch nichts vor. In unseren Adern fließt Stein. Entschuldigung, ich wollte. Mann, da war's. Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Cabin in the Woods. War das nicht ein Horrorfilm? Dein Met kannst du mal behalten, ne? Dein Gold natürlich nicht. So, auf der anderen Seite kann man ja neuerdings Fähigkeiten legendär werden lassen und die dann von vorn tunen. Ne? Was ich ja dann auch jetzt hier mit der Verzauberung, mit der Schmiedekunst machen werde, ne? Denn ich will ja richtig mächtig werden. Ja, so, eine schwere Rüstung wird einmal auf 100 hochgeballert und danach kann ich mich mal gerne haben. Ja, aber hier Schmiedekunst, da mache ich jetzt einmal hier den schwere Rüstungsbalken bis auf 100. Dann lasse ich die Fähigkeit legendär werden und dann gehe ich den leichten Rüstungsweg. Nochmal auf 100. Na? So, und das Schöne ist, wenn ich das legendär werden lasse, ne, kriege ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Punkte wieder zurück, die ich dann woanders verteilen kann. Ist ja auch nicht Ur-Skyrim. Ne? Im Ur-Skyrim konnte ich einmal auf 100 hoch machen. So, und die Punkte, die ich gesetzt hatte, waren gesetzt. Ob ich das möchte oder nicht, ob ich mich vertan habe oder nicht, spielt keine Rolle. Gesetzt ist gesetzt. Ne? Und das finde ich im Endeffekt wesentlich angenehmer. Ne? So, was wollte ich denn? Ich wollte gucken. Haben wir denn jetzt alles? Bringe Dunkelwasser, Erzprobe. Bringe Erzprobe. Das wundert mich. Der heißt doch Elgrim und nicht Hafjörg. Egal. Gut. Wollt's mitkommen oder? Gehen wir? Wir gehen. Geht voran.
Mein kleiner Sturmtruppler. Schors Wachturm. AK. Uns wurde gemeldet, dass eine Gruppe Armeesoldaten auf eure Position vorrückt. Verstärkung ist unterwegs. Unterwegs. Talos schütze euch. Ja. Verstärkung hat wohl ein bisschen zu lange gebraucht. Amulett von Dibella. Endlich habe ich es wieder zurück. Hör auf zu jammern. Tut mir leid, Bär, aber ich brauche Seelensteine. Am liebsten gefüllte. Ich dachte schon, du willst jetzt noch abhauen. Nachdem der Kampf vorbei ist. Was war das? Schnellreise ist verboten, aber müssen auch keine Umwege gehen, ne? Kalle. Das
Ich hasse euch in Stücke! Hör mal, was so Blitz und Frieden. Tückst du wohl nicht sauber. Das war mal so schön, da habe ich einfach Quadrat gedrückt und gut war. Was ist denn los? Blitz, der ist doch eingesperrt. Komm, ich mach das. Wenn die dich so aufregen, dann... Dann will ich dem Einhalt gebieten. Na, Utgard? Was war das denn? Ich dachte, ich hätte etwas gehört. Wieder so einer. Alter. Wattenwichser. Und mit was habe ich ihn da gerade angeschrien? Druckwelle. Der ist ein Dunkelelf und ich greife mit Feuer an. Ich dachte, ich hätte etwas gehört. Dann geh erstmal auf den Hund los. Oh, die falsche. Geh weg, Hund. Ich finde die schön, die Elfenrüstung. Ach ja. Ich freue mich, wenn ich mega mächtig bin. Macht Holz zu Gold. Ja. Wenn ich das bloß könnte. Ganz gehört mir ein. Euer Kopf gehört mir. Ich werde euch in Stücke reißen. Ich werde euch vernichten. Es gibt kein Entkommen. Oder so. Ist das alles, was ihr könnt? Oh, mein Glückstreffer!
ihr etwa, dass ich Angst vor euch habe? Da ist der Schlechter. Kriegshammer des Schwundes. Schlüssel, Gold und gravierte Rüstung. Seht ihr, für sowas ist der Hund einfach perfekt. Der kann die Aggro ziehen. Na, wenn der Türsteher mit seinem Zweier damit schon solche Schmerzen bereitet, ne? Dann möchte ich nicht wissen, was der Schlechter mit seinem Orkhammer da angerichtet hätte. Werkarbeiterkleidung. So. Ach, Barbas. Kannst du nicht einmal den Schnabel halten? Hauptsache die lustigen Kerlchen schlagen mit Fäusten auf den Hund ein. Deswegen, das stört mich gar nicht, ne? Hier so eine Drogenhöhle. Und dann auch noch hier Wölfe gegeneinander kämpfen lassen. Die armen Viecher. Die kannst du nur noch einschläfern. So, Wolfskönigin Buch 1. Erz hast du ja nicht zufällig gesehen, ne? Gut gehört. So. Da hat auch nochmal ein ein orkisches Schwert. Du, bisschen Gold. Eine Axt. Kerköter. Und wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, Bethesda hat den absichtlich so programmiert, den Hund. Der soll einen in den Wahnsinn treiben. Man soll den Dederer richtig nachfühlen können. Wichser. Pferdchen, was ist denn los mit dir?
Also wenn wir schon mal hier sind, ne, dann können wir auch... Die Steinchen da oben. Uns mal gönnen. Level up. Ich bin komplett falsche Richtung. Ach, für einen scheiß Nierenwurst steige ich jetzt nicht nochmal ab. Ich habe keinen Schimmer, wie ich da hinkomme. Wo bin ich hier überhaupt? Bleib auf dem Wege, Mesul. Bleib auf dem Wege. So leicht zu erkennen, die Wege. Spinne. So. Es reicht, ne? Es reicht. So, was haben wir denn jetzt vor? Melde dich beim Jahr von Rifton. Bringe den Beutel zur Dunkelerzprobe. Schließe dich im Aufstand der Sturmmäntel an. Wo ist das denn? Ach ja. Finden das Mondamulett in der Grotte des zerbrochenen Ruders. Beschaffe Dravins Bogen. Oh, da kriege ich einen Questmarker. Sehr gut. Untersuche Falders Zahn. Können wir auch machen.
Gut Goldenglanz. Faldas-Zahn. Alles klar. Todesglocken. Saphir können wir auch noch mal quatschen. Wir sind ja jetzt mit der Redekunst ein bisschen besser und wir haben ein Amulett von Libella. Findet 20 Jesper. Das sollte doch dann erstmal reichen. Warte mal, was haben wir denn da noch? Achso, das ist... Das sind die Steine von Berenzia, die ich irgendwie nicht erreichen kann, weil ich auch nicht weiß... Egal, die kriegen wir schon, irgendwie kriegen wir die zusammen. Was ist denn hier los? Kohlsuppe. Imperiales Schild. Kaiserliche Rüstung, kaiserlicher Offiziershelm. Alter! Ich dachte schon, mein Pferd macht da mit. So. Ihr kommt klar, ne? Ich brauchte nur so ein bisschen Deko, das habe ich mal eben eingesammelt. Alter, was denn noch? Er hängt an der... Nö. So, schwere Rüstung. Sauber. Endlich. Alter, so ein Eisdrache, ne? Der ist nervtötend. Da kommt so ein Dunkelelf nicht überhaupt nicht drauf klar. Hör auf mit dem Scheiß jetzt hier.
Er frisst mich instant. Ja. Ne? Ist nichts passiert. Oh. Alter. Geh weg. Geh weg. Ja. Sicher doch. Auf jeden Fall habt ihr jetzt den Grund gesehen, warum man nicht sofort ich kann auch vom Pferd aus schießen. Ich kann nur nicht treffen. Ja, das war auch nicht im ursprünglichen Skyrim drin. Hör mal, wer bist du denn? Das Schweine gefährlich hier. Hand zum Gruße, Freund. Hand zum Gruße. Ich freue mich über jeden fröhlichen Gesellen, der diesen herrlichen Tag genießt. Oh, ihr seht aber müde aus. Kommt. Teilen wir uns doch eine Flasche Honigbräu mit. Finde ich näher. Vielleicht mögt ihr es auch, diesen Schwarzdorn mit mir zu teilen. Schwarzdorn? Wie könnt ihr es wagen, mir das unter die Nase zu halten? Lieber trinke ich Mammutspucke. Okay. Schwarzdorn mit? Wollt ihr mich vielleicht vergiften? Das Gebräu von Maven kommt wohl nicht so gut an. Aber interessant. Wer auch immer das getan hat, ich werde ihn finden. Er despawnt. Er despawnt. Ich brauche die Deko, ne? Ist das Problem. Stormclock. Oh, die Kaiserlichen haben gewonnen. Wo ist denn euer Offizier? Ihr habt auch komische Gesichter. Tja. Es reicht jetzt, Wolf. Von der ist schon halb tot.
Ich dachte schon, ich krieg keine neue Chance. Diesmal machen wir aber mal hier. Pferd! Oh, das ist ja gar kein Eisdrache. Den kann ich auch mit der Axt verhauen. Komm ran. Du Scheißdrache. Haha, Dunkelelf. 50%ige Resistenz gegen Feuer. Dein Kollege, der war kacke. So, dann haben wir das. Aber ist doch kein Wunder, da oben ist ja so ein Drachenhort. Ja. Echt schön hier. Und ich dachte, dass die Birken nur beim Gronkh so gut aussehen, aber die sehen auch hier ganz gut aus. Mich gewundert, ey. Ist mir noch nie so wirklich aufgefallen, dass hier Birken rumstehen. So. So, und diesmal warte bitte hier. Gut, wir sind zurück, aber die Folge ist rum. Wie es weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch was.